Das Coronavirus hält unsere Gesellschaft nach wie vor fest im Griff. Wir wollen heute in der Videoreihe Pandemie und Gesellschaft einen Blick auf die Bildung und die Schulen werfen und fragen, wie das Lernen in der Krise funktioniert. Mein Name ist Philipp Antoni, ich bin Referent für Bildung und Wissenschaft in der Heinrich-Böll-Stiftung und als Gesprächspartner begrüße ich sehr herzlich Helmut Hochschild. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Hallo Philipp Antoni, gerne, mache ich jederzeit. Prima. Helmut Hochschild ist gewissermaßen krisenerprobt, denn er war Interimsschulleiter der Berliner Rütli-Schule, die als sogenannte Brennpunktschule mal in den Schlagzeilen war. Diese Zeiten gehören erfreulicherweise der Vergangenheit an. Und daran sieht man, was gute Schulentwicklung alles bewerkstelligen kann. Was Helmut mit Blick auf die heutige Thematik Homeschooling als fachkundigen Gesprächspartner auszeichnet, ist, dass er sehr viele Perspektiven auf Schulen in sich vereint. Perspektiven, die gerade auch an der sozialen Seite von Schule andocken. Er war 25 Jahre lang Hauptschullehrer, er hat 15 Jahre lang eine Schule geleitet. Er war als Seminarleiter in der Lehrerausbildung der praktischen tätig und hat als Schulrat in der Schulaufsicht gearbeitet. Schulen sind als Orte des Zusammenkommens und des gemeinsamen Lernens ja besonders vom Virus betroffen, denn all das findet jetzt nicht mehr statt, ist nicht mehr möglich. Homeschooling ist das Stichwort der Stunde und das Lernen musste von jetzt auf gleich zu Hause einziehen, auf zunächst unbestimmte Zeit. Bei der gegenwärtigen Diskussion über Homeschooling stehen vor allem zwei Aspekte im Vordergrund. Die Prüfungen wie Abitur, können sie noch abgenommen werden und wann? Und wie kommt das Lernen überhaupt nach Hause? Wie kann der Stoff vermittelt werden? Wie landet er bei den Schülern? Viel weniger im Blick ist die soziale Seite von Schulen. Denn das Lernen und das Vermitteln von Wissen ist ja nur eine Seite. Sie ist auch ein Begegnungsort für junge Menschen. Doch als sozialer Ort findet Schule nicht mehr statt. Die Veränderungen betreffen 11 Millionen Schülerinnen und Schüler und auch ihre Eltern und Lehrer. Und über die wollen wir heute sprechen. Lieber Helmut, meine Fragen an dich. Ist Homeschooling, also das Lernen von zu Hause mit zum Teil digitalen Hilfsmitteln, ein Notbehelf in Zeiten der Krise oder ein Blick in die Zukunft des Lernens? Es ist vorwiegend ein Notbehelf. Auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft des Lernens, aber vorwiegend ein Notbehelf insofern, als dass wir spätestens seit der Metastudie von John Hattie, die 2011 in die Öffentlichkeit kam, wissen, dass für das Lernen die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernenden eine total wichtige Rolle spielt. Und wir werden auch, oder merken es jetzt gerade, nach den ersten Wochen des Homeschoolings, wie viele Schülerinnen und Schüler sich darüber beschweren, dass sie diesen Kontakt zu den Lehrenden in dem Moment nicht haben und ihn nicht direkt haben können, wenn sie gerade in dieser Schwierigkeit sind. Mir ist nochmal ganz wichtig, zu deiner Anmoderation zu sagen, dass du schon genau benannt hast, dass es zwei Aspekte gibt. Und das Ärgerliche ist wieder, dass der Aspekt der Wissensvermittlung und der heiligen Kuh des Prüfens wieder in den Mittelpunkt gestellt wurde, auch wenn es jetzt um die Öffnungsszenarien der Schulen geht, dass die Prüfungen im Vordergrund stehen. Aber das soziale Lernen und das, was jetzt auch im Homeschooling in den Familien stattfindet, viel zu wenig berücksichtigt wird. Ja, vielen Dank dafür, für diese erste Einschätzung. Ich will auf einen besonderen Aspekt noch mal genauer eingehen, nämlich, dass das deutsche Bildungssystem ja Bildungsungleichheiten, Bildungsungerechtigkeiten produziert. Nicht alle haben die gleichen Chancen. Das gilt auch schon zu analogen Zeiten. Wie sieht es jetzt beim Homeschooling aus? Was wissen wir über diese Situation? Wenn wir darüber nachdenken, wo die Ungerechtigkeiten herkommen, wo die Wurzel für die Ungerechtigkeiten liegen, dann liegen sie in der Regel im sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen, also zu Hause. Und wenn wir jetzt das Lernen und Lehren nach Hause verlegen, dann ist völlig klar, dass wir hier eher noch eine Verstärkung dieser Ungleichheiten haben und das, was bei diesen Lernprozessen herausgekommen ist, tatsächlich die Schere ebenfalls noch verstärkt. Und auch da muss ich wieder darauf eingehen, dass bei den Eröffnungsszenarien, die gerade besprochen werden, nicht darauf geschaut wird, dass diese sozialen Probleme, die da existieren, es wird über Gewalt in den Haushalten gesprochen, es wird über die Vernachlässigung in den Haushalten gesprochen, es wird über die großen Probleme der Alleinerziehenden gesprochen, die die Kinder und Jugendlichen jetzt zu Hause haben. Und wir fangen statt mit diesen
oder auf diese zu schauen bei der Eröffnung der Schulen, schauen wir wieder auf die Prüflinge. Und das ist genau das große Problem, dass wir viel, viel stärker das soziale Lernen in den Mittelpunkt stellen müssen und dass das eben auch hier bei diesem schweren Homeschooling eine Rolle spielen muss. Es haben einige Lehrende geschafft, direkt Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen zu halten. Das ging in der Regel übers Internet, aber leider sind die Jugendlichen, die das besonders gerade brauchen, nicht unbedingt im Internet vertreten. Also die Endgeräte fehlen dann, sodass es jetzt total schwer war und deswegen wird die Schere durch das Homeschooling eher noch weiter geöffnet. Lange waren die Schulen in Deutschland ja in Bezug auf die Digitalisierung eher zögerlich, will man es mal vielleicht lieb beschreiben. Nun musste alles ganz schnell gehen, von 0 auf 100 quasi. Da ist sicherlich einiges etwas holprig dahergekommen, aber gibt es Dinge, von denen du sagen würdest, die sollten wir trotzdem beibehalten für die Zukunft und weiterentwickeln, weil sie eine gute Tendenz sind? Beibehalten sollten wir auf jeden Fall den Blick auf die Nutzung der IT-Medien, der digitalen Medien in den Schulen. Das ist die Zukunft. Es gibt zwar Neurowissenschaftler, die inzwischen von digitaler Demenz und ähnlichen Dingen sprechen. Und dieses Lernen aus den Schulen zu verbannen, das halte ich für den völlig falschen Weg. Was wir beibehalten sollten, ist die Tatsache, dass wir im Moment aufgrund der demografischen Entwicklung noch relativ viele ältere Lehrkräfte in den Schulen haben, die nicht allzu viel mit diesen Medien vertraut sind. Aber ich bin selbst in die letzten 11 Jahre in der Lehrerinnenausbildung gewesen und habe festgestellt, was die sozusagen die digitalen Natives, was die alles mitbringen und mitbringen wollen in die Schulen und leider an vielen Stellen gebremst wurde. Und deswegen denke ich, müssen wir uns total öffnen auf dieses Wollen, die Fortbildung nicht unbedingt sehr formal ansetzen, sondern die Fortbildung an der Stelle ansetzen, wo wir das digitale Wissen bei den jungen Lehrenden und bei den jungen Lernenden tatsächlich in den Schulen haben und das eröffnen. Was jetzt fehlt, ist, dass wir auf der einen Seite 5 Milliarden bereitgestellt haben zum Digitalpakt und wir jetzt hören nach den ersten Monaten, dass ganz wenig abgerufen wurde und ich aus den Schulen gerade jetzt höre, dass die wichtigen Grundlagen, also funktionierende Server, stabile Server in den Schulen nicht existieren und dass der Support für die digitalen Medien in den Schulen nicht vorhanden ist. Und beides muss unbedingt geklärt werden, damit das, was wir an tollem Potenzial in den Schulen haben, von den jungen Lehrenden und den jungen Lernenden, das müssen wir übrigens auch nutzen, das ist bei den Lehrern und Lehrerinnen noch nicht so richtig angekommen, dass da ganz viel Potenzial steckt, was wir nur abrufen müssen. Also wir sind eine lernende Institution, bei denen wir die Lehr- und Lernwege einfach nur in alle Richtungen öffnen müssen. Und dazu brauchen wir allerdings die entsprechende Hardware und den entsprechenden Support für die Funktionen der digitalen Medien. Also auf geht's, würde ich sagen. Prima. Vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch, was viele Themen natürlich nur anreißen konnte. Wer jetzt neugierig geworden ist, dem kann ich die Podcast-Reihe Schule kann mehr sehr ans Herz legen. Da sprichst du mit Helmut, mit Leon Steben vom Inforadio länger über verschiedene Themen. Da ist sozusagen der Drosten der Schulpolitik irgendwie nachzuhören in einem regelmäßigen Podcast. Wir haben in dem Moment, in dem wir miteinander gerade reden, 30 Podcasts jetzt schon zu stehen, seit August 2019. Also herzlich willkommen bei uns. Sehr gut. Und auch die Frage, was die Digitalisierung grundsätzlich fernab der Krise mit der Bildung macht, ist ja eine interessante. Dazu habe ich ein Interview geführt mit Professor Hans-Emmer Tinnott und den Link dazu gibt es auch unten im Video. Und die Reihe Pandemie und ich und Gesellschaft geht natürlich weiter und ist in den nächsten Tagen noch zu hören. Vielen Dank. Euch allen viel Erfolg und alles Gute, vor allem Gesundheit. Tschüss.